Hallo liebe YouTube-Gemeinde, ich bin euer Zocki und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die auf der PS4. Super hier bei mir. Gut, heute folgender Plan. Wir holen jetzt Ölschiefer, okay? Denn ich habe einen Kommentar bekommen, da ist drin gestanden, dass ich Ölschiefer noch gar nicht entdeckt habe und das möchte ich gerne ändern, denn ich brauche diese Ölschiefer, denn ich habe... Ah, jetzt wird es wieder hier so laut. Ich habe nämlich was vor mit denen, okay? Und das ist ganz easy, also wir machen dann Benzinfässer, pflastern eine Hütte voll damit und sprengen diese Hütte in die Luft. Ist das der Plan? Baby, du brennst! Die ist heiß. Gut. Ich habe die Weizzeug immer noch an. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es, vielleicht gewöhne ich mich ja dran. Obwohl, guck an, schau, ich finde, das ist, schaut ja kacke aus, oder? Jetzt muss ich hier warten, bis alles nachgeladen ist. Unglaublich, ich hoffe, ich werde nicht verfolgt. Zack, fertig. Und wehe, es gibt wieder ein Problem und mein Moped ist weg. Ich muss mir sowieso ein zweites Moped bauen, denn ich habe noch was vor. Okay. Ich habe was vor und dafür brauche ich mein Moped, denn... Hey, Moment, was ist da hinten? Nichts. Gut. Ja, denn da brauche ich unbedingt ein Moped. Und das muss auch kein gutes Moped sein. Moment, Rucksack. Muss mal gucken gehen. Ganz wichtig. Aha. Ist das besser als das, was ich anhab? Weiß man nicht. Das ist ja was... Na, nicht einmal annähernd. Nicht einmal annähernd. Dann zerlegt man den Käse einfach. Super. Okay, warte mal. Hier. Dann nach links. Irgendwo hier nach links. Und dann bin ich in der Wüste. Dann können wir uns diese Ölschiefer holen. Ich denke, die nächste nach links war das. Die hier nach links. Der Straße folgen und dann ab in der Wüste. Obwohl hier, ich muss da noch... Da muss ich noch ein bisschen herumgucken gehen, ehrlich gesagt. Da fehlt die Hälfte vom Schild. Nein, da ist sie ja. Ist gut. Ganz cool bleiben, okay? Ich glaube, ich fahre hier richtig, oder? Ich habe keine Ahnung. Oh ja, ja, da hinten ist ja schon die Wüste, oder? Absolut, hier bin ich richtig. Oh, Moment, was ist denn das? Oh, das kennen wir schon. Aha. Genau. Der schwebende Turm. Super. Gut, das kenne ich schon. Das Huhn lasse ich jetzt Huhn sein. Das ist mir wurscht. Tschüss. So, und in der Wüste kannst du dann eigentlich irgendwo anfangen zum Graben. Denke ich. Denn da gibt es dann unterirdisch überall Ölschiefer. Ich denke nur, ich glaube, ich muss bis ganz nach unten graben. Hallo, hallo, guten Tag. Weiß nicht, stellen wir sich dann da irgendwo hin und fangen einfach an mal zum Graben und schauen, ob wir Ölschiefer finden. Wer ist da? Okay, noch ein bisschen weiter weg. Ich habe keinen Bock, dass ein Zombie dann mitkommt. Da ein Campingplatz. Interessiert mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ich hab auch überlegt, dass ich mal in der Wüste irgendwas aufbaue. Ich denke, das ist auch nicht so schlecht, ha? Huhn! So, dich lasse ich nicht Huhn sein, okay? Schmack Fleisch, Fleisch, jede Menge Fleisch. Ich stehe auf Fleisch, viele Proteine. So, das kann ich jede Wahl reingeben. Die Jackal kann ich auch dabei reingeben. So. So, ja, warte, fahren wir da einfach.
Kommt eh niemand, oder? Da ist niemand. Alles gut. Okay, jetzt buddeln wir noch Ölschiefer. Ich werde noch ein bisschen schief nach unten buddeln, damit ich auch wieder einen schönen Weg nach oben habe. Weißt du, das kann jetzt ein bisschen dauern. Wieder ein bisschen langweilig zuzusehen. Aber ich hoffe, ihr bewertet das Video dennoch positiv. Denn das freut mich immer so. Wisst ihr? Ich finde das so geil. Echt, ich finde das richtig geil. Ich finde das echt spitze. Dass 7 Days to Die so positiv ankommt, das freut mich richtig. Obwohl ich wirklich eigentlich nur Blödsinn mache. Ist so. Ich labe einfach nur irgendein Blödsinn daher. Aber das bin ich halt, ne? Da muss man einfach mal Danke sagen. Ganz wichtig. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, gell? Und weil so Sachen wegschneiden nicht mein Ding ist, tut's mir leid. Tut mir echt leid. Oh Gott. Moment. Da würde ich nicht mehr rauflaufen können, oder? Oh ja, perfekt, super, wollte ich nur testen kurz. Aber hier dann nicht, war das so? Oh, gut, das fängt schon gut an, super. Perfekt. Ja, das ist Kohle. Ich bin nun gar nicht sicher, ob ich bis ganz nach unten graben muss, aber ich zock das ja auch mal so mit einem Kumpel, ne, zusammen. Und, also wir haben bis ganz nach unten graben müssen, bis wir Ölschiefer entdeckt haben. Aber ist ja nicht, glaube ich, nicht unbedingt, muss ja nicht unbedingt so sein. So, jetzt läutet mein Handy. Aber da kann ich gerade nicht dran gehen. Aber es nervt ein bisschen, wenn es läutet, echt. Es vibriert. Ich mag das nicht. Oh Gott. Grabe ich jetzt noch nach unten? Ab und zu checke ich das nämlich nicht. Oh ja, aber jetzt komme ich nicht mehr so hoch. Ne? Wo ist denn mein Ölschiefer? Warum ist da ein Grafikfehler? Ich brauche Ölschiefer, jede Menge Ölschiefer. Dann bauen wir uns ein paar Fässer zusammen und jagen etwas in die Luft. Oh, da ist! Siehst du, ich muss nicht ganz nach unten graben. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen umgucken. Ich denke, hier irgendwo geht es dann noch weiter. Oh, was haben wir hier? Ölschiefer. Perfekt. Super. Da auch nochmal. Finde ich herrlich. Geil, nimm das. Okay, wieder ein blöder Grafikding. Gott, das nervt, wenn das... Ich mag das nicht. Geh weg. Warum ist das so? Keine Ahnung, jetzt entdecke ich den Scheiß. Ah, jetzt geht's wieder. Gut, geht wieder. Alles wieder spitze, Tutel, super, läuft. Keine Ahnung, warum das so ist. Echt nicht, kein Plan. Ich habe Ölschiefer entdeckt. Ich glaube, ich bin der geilste Typ ever.
ist nicht gerade wenig, das ist ziemlich viel, ist geil. Da geht sich schon ordentlich was aus. Nein, nicht wieder noch ganz nach oben. Komm schon, hier wollte ich. Dann hier ein bisschen. So, ich glaube, dies war es jetzt da. Hier geht's weiter. Kack, Grafikfehler, das nervt extrem. Schade, warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Da ist wieder, oder? Sieht mir ganz nach Ölschiefer aus. Wie viel haben wir denn schon? Na, wir haben schon 1800. Ich glaube, das sind schon ein paar Fässer. Huh? Wohl in der Basis habe ich auch noch ziemlich viele. Vielleicht geht es sich aus, dass ich irgendein Gebäude schon wegsprengen kann mit denen, die ich habe. Wisst ihr, dann müssen wir nicht warten, bis das alles fertig produziert ist. Dann können wir den Blödsinn jetzt schon machen. Bisschen grabe ich noch, dann gehen wir wieder zurück, gell? Weil ich wollte euch nur zeigen, dass ich es jetzt endlich gefunden habe. Es ist... schauen wir, dass wir auf 3000 kommen. Aber ich will hier jetzt nicht runter. Warte, hier vielleicht noch. Lass mal hier gucken, ob ich hier noch was finde. Ja, da ist. Super. Ölschiefer. Okay, wenn ich... 2,5 vollkommen in Ordnung, okay. Ich kann ihn mal wiederholen, das ist jetzt nicht das Problem. Geht mir ja nicht aus, der Dreck. Komm hoch. Hoch. Komm schon. Junge, super. Bist der Beste. Komm. Zack. Perfekt. Also mir rennt die Zeit eh weg. Siehst du an, wie spät es ist. Jetzt haben wir schon wieder zurück. Keine Ahnung, wenn ich nicht so faul bin, dann... aber ich bin ein extrem faules Sau. Was Schneiden angeht. Werde ich die Rückfahrt rausschneiden. Was war das? Ich habe doch gerade eine Explosion gehört, oder? Oder nicht? Gut. Dann nicht. Ja, vielleicht schneide ich die Rückfahrt raus. Vielleicht auch nicht. Und dann jagen wir etwas in die Luft, weil es einfach geil ist. Wo ist los? Schauen, wie viele Zombies. Hey, bald ist ja wieder Hordennacht. Muss ich mich auch wieder vorbereiten. Achtung, Vorsicht, Entschuldigung, Dankeschön. Bald ist wieder Horden. Scheiße, jetzt muss ich hier warten, gell? Weil ich habe Angst, dass wieder Probleme dann auftreten und mein Moped weg ist. Darum möchte ich nicht weiterfahren, wenn es noch nicht fertig geladen hat. Das habe ich mal versucht in die Luft zu jagen, aber wie man sieht, schwebt der Dreck in der Luft. Wäre eigentlich die geilste Basis überhaupt, oder? Bei einer Hordennacht bist du einfach oben, die Zombies rennen unten durch, dir kann nichts passieren. Hey, das ist sogar ein Ding, Airdrop. Geil. Das kriege ich Geiles. Das kriege ich Geiles. Ein Buch. Und einen anderen Dreck. Passt schon. Ah, verdammt. Komm schon. Also, war ich jetzt richtig? Oh ja, gell? Sicher. Genau. So ist es. Du sagst es, mein Freund. Ob ich ihn überfahren kann? Sie? Hm? Wäre das möglich? Hallo? Gib mir einen Kuss. Dankeschön. Warte mal, so. Muss ich hier links rein? Wow, ist da ein Loch?
Oh, das ist ein Riesenloch. Oh, das ist ein Bulle, der spuckt mich gleich an. Fuck, stell dir vor, man hält sich an die Verkehrsregeln. Da ist nämlich ein Stoppschild. Jetzt müsste ich ja eigentlich stehen bleiben, ne? Tja. Oh, mir geht's echt ab. Ich hätte gern wirklich solche mechanischen Sachen. Das wäre so genial geil. Was liegt da? Was ist das? Was habe ich hier gesehen? Hier ist es. Na, absolut. Eine Dose. Sowieso, weil ich es brauche, ne? Echt. Die sollen nicht immer nur so fix und ein bisschen an der Grafik herumtun. Die sollen neue Gegenstände einfügen. Neue Sachen, die ich craften könnte. Denn ich denke, eigentlich habe ich ja schon alles hergestellt, was zum Herstellen gibt, ne? Das wäre geil. So ein Update wäre Hammer. Einfach mal neue Gegenstände. Ich weiß nicht, ein Geschütz. Oder einen elektrischen Zahn. Für was habt man eine Autobatterien? Dass die Zombies wegbrutzeln, wenn die da durchgehen wollen. Verstehst? Das wäre urgenial. Ich habe die Urideen und es ist bestimmt nicht schwer, das einzufügen. Du brennst doch immer. Was ist los? Oder ein Zweisitzer-Moped. Wäre auch nicht so schlecht. Willst du das mal mit deinem Kumpel zockst oder so? Du gehst drauf. Er ist noch in der Basis mit seinem Moped, weißt du. Du gehst drauf, bist irgendwo hingefahren, gehst drauf. Müsstest du den ganzen Weg wieder zurückrennen. Hättest einen Zweisitzer, nimmt er dich mit, fertig ist. Ach Gott. Was werde ich sprengen? Ich denke, die Scheune oder... Nee, das Haus, oder? Ich werde dann sauber machen alles. Entschuldigung. Oh fuck! No! Ich blute! Du dummer Hund! Pass auf, ich habe noch Zeit. Das geht sich aus. Das geht sich locker aus. Ich hole jetzt schnell diese Fässer, die ich schon habe. Kill die Zombies hier hinten. Dann platziere ich das rundherum ums Gebäude. Vielleicht noch ein bisschen welche reinsetzen, ne? Und dann boom. Dann geht's boom, Junge. Explosion, Baby. Ne, komm. So. Ganz kurz. Obwohl, ich habe sicher einen Verband mit, aber ist wurscht. Ah, der wäre besser gewesen. So. Pass auf, ich werde jetzt nicht ausmisten, mein Inventar. Ich werde dich schnell suchen. Da, 43, siehst du? Und ich nehme das Falsche mit, logischerweise, weil auf der PS4 ist das ja nicht so easy. Ne? Oder warte, kurz Platz muss ich schon ein bisschen machen. Ne? Ein bisschen nur ein bisschen. So. Das war's. Die Ölschiefer hau ich da noch schnell ran, okay? Perfekt. Und los geht's. Sprit reicht vollkommen. 15 Uhr. Geht sich aus, locker. Dann muss ich als erstes die Zombies loswerden. Ist schon klar, gell? Die ganzen Hunde und so. Und ich habe meine Schotte jetzt nicht mit. Wie blöd. Mit dem Jagdgewehr, weißt du, ich habe ja kein Aim. Jetzt habe ich die Zielempfindlichkeit auch ein bisschen runtergestellt. Jetzt ist das ziemlich langsam. Scheiße, aber ich krieg das hin. Locker. Ich habe eh was zum Heilen mit. Ja, vollkommen super. Alles passt. Schneller, lad nach. Perfekt. Komm her, Püppchen. Headshot, Junge. Super, weil ich's kann, oder? Noch wer? Ich höre einen Hund. Wo ist der Hund? Ich kann nicht laufen. Ich habe einen hinnigen Fuß. Oh, in den Arsch. Noch. Ah, hier. Püppchen. Daneben, wie schade. Noch ein Hund. Wow! Warte.
Der mag nur spielen, der mag nur spielen. Kennt ihr die Leute? Hm? Ja, der mag ja nur spielen. Erst, Moment. Bisschen mit der Armbrust ballern. Der springt einfach so aus dem Fenster. Das ich schlitze dich einfach auf. Nahkampfmäßig bin ich viel besser unterwegs. Ich weiß, da sollte ich nicht hinschlagen, es tut mir leid. Ich glaube, da kommen noch ziemlich viele, oder? Kann das sein? Warte! Ich denke, ich höre da noch ziemlich viele. Wurscht. Pass auf, ich werde gar nicht herumlooten gehen in der Hütte. Ich werde die gleich wegsprengen mit allem, was so drin ist. Und wenn noch Zombies drin sind, dann ist es das Beste, was es gibt auf der Welt, okay? So, da bauen wir eine Zweierreihe. Geht das nicht? Ach so, okay, so geht das. Gut. Muss man nur aufpassen, damit er nicht so... Wenn der auf ein Fassel drauf hat und es geht in die Luft, während ich das da so hinplatziere, ist das ein bisschen blöd, hätte ich gesagt. Erst, komm jetzt! Ja gut, dann ist es halt hier, ist mir auch wurscht. Das wird witzig. Absolut witzig. So, hier nach oben auch ein bisschen. Das Gebäude ist ja gar nicht mal so klein. Jetzt mach boom, boom, boom. Oh, ich habe nur noch 22. Muss ich ein bisschen aufpassen jetzt da. Bisschen sparsamer. Das wird geil, Baby, geil. Würde mich interessieren, spannend, was so stehen bleibt, ne? Acht noch. Komm, ich muss das noch rundherum schaffen schon. Eigentlich hätte ich ja nur unten platzieren müssen. Ich bin ja ein Held, stützt der eh an. Wurscht. Das Problem ist, die sind zu weit auseinander. Kann das... Es wird nichts, oder? Ja, wir versuchen es. Ich schieße halt auf mehr Fässer, wenn es sein muss. Goodbye, Baby. Ob das zieht? Ich weiß nicht. Naja, nicht wirklich. Wow. Oh ja, stürzt an! Warte noch. Baby, da waren Zombies drinnen. Da oben laufen noch Zombies herum. Was war das? Das... ist Kunst, okay? Der Fernseher hat's überlebt. Oh, da ist ein großes Loch im Boden. Was denn? So, jetzt die Seite noch. Aber mit der Armbrust diesmal. Die Fässer sind gar nicht in die Luft geflogen, oder wie? Oh, nee, 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 nee. Jetzt nicht, bitte. Tap, 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 tap. Ja, gut. Was ist los? Oh nee. Da ist sie. Die Crasherin ist hier. Voll daneben geschossen, absichtlich. Wollte ich nur warnen, okay? Halt dein Maul! Ich hau ab, ich bin weg.
Und eine blöde Wespe fliegt da oben herum. Nein. Wir hauen wirklich besser ab, denn ich muss Munition sparen. So, wir haben das Gebäude abgerissen. Das wollte ich noch zeigen. Passt schon. Passt schon, Leute. Ich hab... Ich bin weg. Die Wespe ist auch ein bisschen blöd im Fliegen, ha? So wie das klingt. Na, okay. Ah, fuck. Das ist nicht so easy. Echt nicht. Wow, warte mal. Wow! Fuck. Schnell weg. Einfach wegfahren. Tschüss. Der Bulle. Oh, no. Fahr weg. Nein. Nicht spucken jetzt. Ey, hau ab. Ich bin weg. Vielleicht folgen die mir gar nicht. Das wäre cool. Ah, gut, Leute, das war's. Mehr wollte ich heute eigentlich nicht zeigen mehr. Gut, ja, was sage ich jetzt? Ich rede ein bisschen durcheinander, ich weiß. Bin auch ein bisschen durcheinander. Es tut mir leid. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bei 7 Days to Die. Macht's das gut, haut rein und immer brave sein. Tschüssi.